Hallo und willkommen zurück zu Elite Force 2. Und wir wollen hier Sachen erforschen, erkunden. Sehr gut, Monroe. Teile dieser Struktur sind äußerst instabil. Es überrascht mich, dass das Ding überhaupt noch steht. Ich habe den Haupteingang gefunden. Ich übertrage den Weg auf Ihren Rekorder. Hauptenergie offline. Na klasse. Der Schließmechanismus befindet sich auf der anderen Seite. Der Suchtrupp wollte wohl alle anderen aussperren. Oder etwas einsperren. Das, ist wohl meistens so. Hä? Na und jetzt? Was haben wir denn jetzt hier? Stellen Sie die Energie wieder her und öffnen so die Tür. Hä? Hab ich hier... Ach so, ich habe jetzt mehrere Sachen hier drauf. Was ist das? Strukturelle Integrität, Laserfallen und Gas. Naja, da weiß ich schon, was auf mich zukommt. Demnächst. Ja, und jetzt? Der macht das schlapp. Der Phaser. Hä, was nützt mir das denn, wenn ich jetzt hier hin kann? Ich komme doch hier überhaupt nicht weiter. Das ist ja doof. Mit so einer Sprungeinlage habe ich ja jetzt noch gar nicht gerechnet. Kann ich hier lang gehen oder ist das zu... Das ist zu schräg. Schade. Dann... Habe ich wohl gerade Mist gebaut. Na Scheiße, Mann. Geht doch einfach hier hoch. Ich muss schon wieder hier hochhoppeln. Hops, hops. Vielleicht muss ich ja doch hier lang. Sah aus wie Spinnen. Habe ich noch andere Waffen diesmal? Nö. Kurz speichern. Falls ich hier irgendwie dummerweise runterfallen sollte. Vielleicht muss ich hier auch gar nicht lang. Nö, scheinbar nicht. Gibt's hier hinten was? Vielleicht ein Geheimnis? Nö. Schweinerei. Ah, Scheiße. Okay. Gesehen, dass ich ja Viecher versteckt habe, aber die sind jetzt irgendwie weg. Also, ich bin ja schon ein Stück weiter gekommen. Und jetzt? Ah! Nehme ich. Komme ich jetzt hier echt nicht lang? Doch, hier. Ernsthaft?
Ach so. Wenn es keinen Weg gibt, dann machen wir uns eben ein. Ich meine, hier könnte man sich auch prima durchzwängen. Ich gucke erstmal hier lang. Scheiße. Hier komme ich nicht lang. Das sind jetzt aber viele. Oh. Jetzt habe ich nur noch den. Es sind auch Geräusche hier. Irgendwie fast schon Horror. Aber nur fast. Huch. Ey. Energie wiederhergestellt. Ach so, das war's schon. Es klingt halt so, als ob hier noch ganz, ganz viele von diesen Dingern sind. So, dann müsste ja das jetzt... Oh. Ob die es denn... Ach so, ich wollte gerade sagen, ob die es denn hinkriegen, hier mal die Tür zu öffnen. Bezweifle ich. Ich glaube, die wollen uns auf die Probe stellen. Die Probe durften wir bestanden haben. Heißt das, jetzt lassen Sie uns in Ruhe? Still jetzt. Bleiben Sie wachsam. Genau. Wir sind immer noch in Gefahr. Ah. Hab ich irgendwie vorher nicht gesehen, die Konsole. Schade. Ah, hier, da ist irgendwas. Waffenenergie. Achso, das macht er schon automatisch. Oh, ist aber nicht viel. Wo kommt der denn her? Sie scheinen ihre Strategie seit dem letzten Angriff geändert zu haben. Sie sind intelligenter, als sie aussehen. Na, aber das sind doch ganz andere, oder nicht? Geben Sie mir Deckung! Aber das sind auch mehr Spinnen als das, was uns das letzte Mal angegriffen hat. Monroe, warten Sie! Dieser Weg ist höchst instabil. Benutzen Sie den Sichtmodus für die strukturelle Integrität und passen Sie auf, wo Sie hintreten. Verstanden. Herr Satim, warten Sie hier. Ich gehe rüber und suche einen sichereren Weg. Okay. So viel dazu. Ich dachte, dass das vielleicht etwas langsamer runterbricht, dass ich schnell drüber huschen kann. Und dann bin ich schon auf dem nächsten, was hält. Und dann bricht es erst rein. Wo war denn jetzt das mit der Lebensenergie? Waffenterminal. Ach hier. Oh, das war's schon. Hä, wie soll ich denn da rüberkommen? Was ist denn das für ein komischer Phaser?
Wann bin ich in meinen Hand drin? Das ist aber grün. Warum geht denn das nicht auf? So, hier scheint es sicher zu sein. Ich finde es ja cool, dass der da immer mal auf seinen Arm guckt, aber ich weiß nicht wozu. Danke, Manu. Schön, Sie zu sehen. Ich war doch gar nicht so lange weg. Oh. Oh, da ist jemand drinne. Lebenszeichen, Char. Sie sind schon seit Tagen tot. Ich glaube, wir haben den Idril-Suchtrupp gefunden. Okay. Verrückt, Mann, verrückt. Bestimmt gleich irgendwas raus. Irgendwie komisch, was hier die Grafik macht. Geben Sie mir Deckung, während ich die Sicherheitscodes deaktivieren. Es sind so viele. Ups, sorry. Oh. Okay, verschwanden. Los geht's. Da drüben. Da drüben. Ja und? Schweinerei, ey. Voll fieser Hinterhalt. Das Energierelais für diese Brücke liegt auf der anderen Seite. Warten Sie hier. Ich aktiviere die Brücke. Nee. Puh. Diese kleinen Kacker, ey. Oh. Auch nicht mehr voll. Wieso bin ich eigentlich auch... Also wieso starte ich eigentlich auch nicht mit voller Waffenenergie? Was ist das für eine Vorbereitung? Oh. Auch schon wieder leer. Der Wahnsinn, ey. Gute Arbeit, Manuel. Die wollen jetzt aber schnell. Ich finde die hier in dem Teil irgendwie gar nicht so hilfreich. Da waren die im ersten Teil... nützlicher. Kann mich aber auch irren. Hm. Nützt mir scheinbar gar nicht so viel. Ah, war mir klar. So, damit ich das noch mitnehmen kann. Hm, hat er gar nicht mitgenommen. Nee, warte mal. Ich will erstmal hier hin noch gucken. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas. So, also wir haben... Genau, den Aufklärungstrupp haben wir gefunden. Müssen wir nur noch die Archäologen finden. Oh, hier geht's dazu. Aha, nice. Ein geheimes Versteck.
Ein verstecktes Geheimnis. Ein. Ja. Geheimes Geheimnis. Oder ein verstecktes Versteck. So. Boah. Die Königin. Da hätte ich ja jetzt gerne irgendwie Sprengstoff. Und die nur immer auf mich feuern und überhaupt nicht angreifen. Das ist tot. Jetzt ist er tot. Und da sagen die nichts zu. Können ja wohl nicht wahr sein. Die hat ihr Nest hingebaut. Ist doch verrückt. Oh, zwei von fünf. Ups. Zwei von fünf nur. So, jetzt müssen wir sind in die Ruinen eingedrungen, so wie es scheint, und wir müssen die idyllischen Archäologen finden. Ein Anzeichen einer fortschrittlichen Kultur? Ein Anzeichen einer Kultur, der bekannt ist, dass ihre Feinde leicht abzulenken sind. Hä? Was ich nicht verstehe, warum die Station und Raumschiffe nicht so eine Verteidigung haben. Nicht so die krasse Verteidigung. Finde ich. Die Tür ist aufgegangen. Das ist schon mal gut. Oder schlecht. Ich weiß noch nicht. Jedenfalls sind es keine Käfer mehr. Und Spinnen. Ist doch schon mal eine Verbesserung. Oh. Klingt nicht gut. Giftgas. Diese Feiglinge. Wo kommt das her? Ich weiß es nicht. Benutzen Sie den Gasmodus auf Ihrem Tricorder. Gasmodus? Laserfallen, Gas. Ah, hier. Und das sieht man so selber nicht, ja. Noch nicht ganz zu. Immer noch nicht. Achso, weil da nichts rauskommt. Na, ich sollte vielleicht ein bisschen Abstand nehmen. Achso. Der Gasausstrom ist versiegelt. Gute Arbeit, Monroe. Und das hättet ihr nicht selber schaffen können? Ernsthaft? Habt ihr nicht auch einen Gasmodus auf eurem Tricorder? Und einen Phaser in der Hand? Hä? Gibt's ein Versteck? Hä? Nee.
Aber so richtig will ich da jetzt gar nicht nachsuchen. Ja, gucken, wie es weitergeht. Na gut, hier ist es scheinbar nicht. Pech. Pech jetzt. Ja, und was das bedeutet, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.